Moin, meine Freunde! So, weil ihr ihn gestern vermisst habt. Schönen guten Tag, meine Freunde. Heute werden wir uns mit Nasus beschäftigen. Denn Nasus ist ja ein Champion, der auch quasi durchströmt ist von komplexen Champion-Design. Und ich habe mich auf Surrender 20 umgeschaut und Nasus Ultimate soll ein kleines bisschen überarbeitet werden. Und darüber wollen wir heute reden. Denn normalerweise besteht die Kernessenz der Nasus Ultimate, dass er einen Batzen Leben bekommt, auch sehr, sehr viel Flächenschaden um sich herum anrichtet. Das ist sogar prozentualer Damage vom maximalen Leben, also immer gut. Außerdem ist es magischer Schaden und Teile des Schadens, genau 6,375%, wandelt er in AD um. Das Ganze cappt dann bei 300. Das heißt, du hast einen riesengroßen Nasus in deinem Team, der richtig viel prozentualen Schaden anrichtet und immer mehr AD dazu bekommt, was natürlich seine Auto-Tanks kräftiger macht. Und kräftige Auto-Tanks synergieren auch gut mit seiner Passive. Ja, alles im Allem eine ganz nette Geschichte. Tja, aber auf dem PBE ist das Ganze nun ein bisschen anders. Denn der neue Nasus erhält nun keinen AD-Bonus mehr. Das gibt's nicht. Stattdessen hat man nun Folgendes getan, und zwar bekommt er einen festen MR und Armor-Wert und außerdem bekommt er noch Armor und MR pro Sekunde. Das Ganze liegt dabei 55 Rüstungen Magieresistenz auf höchster Stufe und bei 3 Rüstungen pro Sekunde. Macht dann also schnittige 100 Rüstungen und 100 Magieresistenz in der letzten Sekunde seiner Ultimate auf Stufe 16. Tja, und wir wollen einen Blick drauf werfen, ist das eine gute Änderung? Lohnt sich das? Was sagen da die Nasus-Mains dazu? Tja, und dieses Problem anzugehen ist gar nicht so einfach. Versuchen wir aber von dem AD-Nasus auszugehen. Denn er erhält natürlich nach wie vor die Tankiness über die Ultimate, er kriegt einfach sehr, sehr viel Leben dazu. Aber die AD-Verwertung ist ein bisschen schwierig. Das heißt, er kriegt zwar AD dazu, das Ganze aber relativ langsam. Entscheidend für ihn ist, dass viele Ziele drumherum sind und er diesen Zielen auch viel Schaden zufügen kann. Das heißt, ein simples Beispiel ist, er kämpft gegen den Drake. Ja, der Drache hat sehr, sehr viel maximales Leben, kassiert dann auch entsprechenden Schaden und Nasus AD steigt und steigt und steigt und steigt. Das ist im Prinzip etwas sehr, sehr Gutes. Die Problematik an der ganzen Sache liegt jedoch darin, dass Nasus diese Auto-Attacks gar nicht so richtig verwerten kann. Also er hat einfach keine hohe Attack-Speed. Sicherlich gibt es den Auto-Attack-Reset übers Q und auch aufs Q rechnet man den Schaden drauf, aber so viel Damage kann er mit dieser AD gar nicht anrichten, wie er gerne würde. Oder außer man spielt natürlich Attack-Speed-Nasus. Beziehungsweise mit Trinity Force kriegt er da schon seine 40%, das ist schon nicht schlecht. Aber trotzdem ist die AD-Verwertung erstens wegen der Zeit selbst, die Nasus nicht zur Verfügung hat, schwierig. Und es dauert halt eine ganze Weile, ehe diese AD-Werte zusammenkommen. Bei der Tank-Nasus-Variante ist das Ganze wesentlich schneller. Das heißt, er erhält sofort einen relativ großen Wert und anschließend steigert sich das Ganze pro Sekunde. Diese Pro-Sekunde-Ansteigerung merkt man fast gar nicht. Das ist halt wirklich einfach, das ist halt wenig. Aber für 50 Sekunden 50 Rüstung Magieresistenz zu erhalten, ist nett. Man muss ja noch die HP dazu bedenken. Und wenn man das Ganze in effektives Leben umrechnet, dann ist das wirklich sehr, sehr viel. Trotzdem ist der Vergleich schwierig, wenn man bedenkt, dass es Charaktere wie zum Beispiel Shyvana gibt, die einfach von Anfang an sehr viel Rüstung, Magieresistenz über die Passive bekommen. Also über die Passive der Ultimate. Das macht einen schon so ein kleines bisschen nachdenklich. Aber Rüstung und Magieresistenz lässt sich immer verwerten. Du wirst als Nasus sehr wahrscheinlich angegriffen werden und jede einzelne Schadensquelle wird hier natürlich in Effektivität umgewandelt. Rüstung und Magieresistenz ist einfach konstant. Also es wird auch nicht durch CC oder ähnliche Sachen beeinträchtigt. Rüstung ist einfach immer gut, wohingegen AD fast schon situationsabhängig ist. Trotzdem ist es bei dem AD-Nasus natürlich nicht schlecht, wenn du einen Spell hast, der auch Schaden außerhalb seines Qs macht. Also dieser hohe AD-Wert ist jetzt nicht super bad. Tja, wagen wir nun aber den letzten Vergleich, und zwar die Goldeffizienz. Denn man kann ja Werte wie Leben, AD und Armor in Gold umwandeln. Das ist nicht sehr schwer. Tja, und hierbei das Ergebnis anzuschauen, ist ein bisschen schwieriger. Das bedeutet, wenn man LOLWiki trauen kann, und das kann man, weil ich habe es nochmal zur Sicherheit getestet, cappt ja der AD-Nasus bei 300. Also sein Ultimate kann ihm höchstens 300 Bonus AD geben. 300 AD sind 10.500 Gold. Das ist also eine ganze Menge, die der Nasus bekommt. Wenn man die Rüstungswerte, die MR-Werte zusammenrechnet, die die Tank-Variante, sage ich mal, erhält, oder die PBE-Version, dann kommen wir lediglich auf 3.800. Das ist halt schon um einiges weniger, wenn man nur diese Zahlen sieht. Aber bedacht werden muss Folgendes. Denn die Tank-Variante kriegt ja sofort Rüstung und Magieresistenz. Und diese Werte sind ein bisschen über 2.000 Gold wert. Wohingegen der AD-Nasus in einem perfekten Szenario 700 Gold pro Sekunde bekommt. Also wenn man die 10.000 Gold auf
die 15 Sekunden runterbricht. Ist jetzt eine kleine Milchmädchenrechnung. Um das Ganze aber ein bisschen deutlich zu machen, stellen wir uns vor, Nasus kämpft gegen zwei Tanks, die haben beide 3000 Leben, denn er wird in der Nähe von Tanks stehen, das ist halt so. Dann wird er auf der höchsten Stufe 19 AD pro Sekunde bekommen. Das klingt schon mal ordentlich. Diesen Wert müssen wir ein bisschen reduzieren, denn Tanks haben meistens Magieresistenz. Das heißt, du konvertierst gar nicht so viel Damage in AD. Das heißt, wenn die so 100 hätten, würdet ihr 10 AD pro Sekunde bekommen, das heißt 300 Gold pro Sekunde. Und technisch gesehen würde man also nach 7 Sekunden bereits den PPE-Nasus einholen, zumindest was den Base-Wert angeht. Naja, ihr merkt schon, die Rechnung mit Gold ist wirklich ein kleines bisschen knifflig. Ich stelle mir denn eher die Frage, ist der neue PPE-Nasus in der Lage, die Rolle von Nasus zu erfüllen oder ihm dabei zu helfen? Denn Nasus ist ja ein sehr spezieller Charakter in der Kluft. Naja, und Nasus hat eine negative Winrate und das Einzige, was er wirklich gut kann, ist Split-Pushen. Im direkten Fight ist er kitebar, er hat keine Hard-CC, bis auf den Slow, das ist nett. Dies ist aber lediglich nur ein Ziel, kann QSS werden, man kann wegflashen, man kann wegdashen, es ist kein überragender Spell, okay? Die E-Fähigkeit ist auch nett, aber sie ist stationär, also im Teamfight. Also sieht so aus, als wenn er für den Teamfight gemacht worden ist, aber eigentlich kann Nasus wirklich nur gut split-pushen. Bei dem Rest ist er einfach bad, okay? Nasus ist bäh. Gut, und an alle, die jetzt sagen, du hast ja gar keine Ahnung von Nasus. Ich habe mit dem eine 8% Winrate. Also erstens, wenn du eine 8% Winrate mit dem hast, ja dann spiel den nur und du kriegst die Challenger-Jacke noch am Ende der Season. Oder du bleibst entspannt, so wie ich, und akzeptierst auch die Schwächen deiner Mains, okay? Ich liebe auch Champions, aber ich weiß, worin sie terrible sind. Und Nasus ist ein übelstes Opfer, was die Kitebarkeit angeht, okay? Das ist furchtbar. Gut, wir haben uns also darauf geeinigt, dass Nasus ein guter Split-Push-Charakter ist. Aber was bringt ihn da mehr? Die AD oder der Rüstungswert? Und hierbei kann ich sagen, ist mir die AD-Variante, also die aktuelle, echt lieber. Ich meine, im 1 gegen 1 ist es wirklich unfassbar schwierig, gegen ihn zu gewinnen, okay? Das ist wirklich schwer, weil er hat auch verschiedenste Schadensquellen. Die Armor-Werte scheinen auf jeden Fall ganz nett zu sein und sind bestimmt in größeren Teamfights sehr, sehr nützlich, weil du wirklich nicht nur diese stumpfe AP bekommst, sondern diese Rüstungswerte machen ihn 10.000 Mal tankiger, was in einer Fight- oder Dive-Situation wirklich unfassbar nützlich ist. Und man kann ihn dadurch auch sogar aggressiver bauen, was das Itembild angeht, weil du kriegst ja die Resistenzwerte durch die Ult. Das Ganze allerdings nur für 15 Sekunden. Und der neue PBE-Nasus hat immer noch die gleichen Probleme wie der alte. Sollte er gekitet werden, CC'd werden oder irgendwie aus dem Fight rausgedrückt oder disengaged, kann er nichts machen. Der aktuelle Nasus hat wenigstens mit einem Q einen richtig harten Punch, weil er vorher mit der Ultimate auch ordentliche AD-Werte gesammelt hat. Neben den Q-Damage an sich. Ich denke also, Riot hat sich mit diesen Rüstungsboni auf jeden Fall an den Teamfights orientiert, aber das war noch nie eine überragende Stärke von Nasus. Aber wie gesagt, dazu würde ich gerne eure Meinung in den Kommentaren hören. Und bitte nicht, Nasus OP, du hast keine Ahnung. Sondern ist die AD-Variante oder die neue PBE-Armor-Variante die bessere? Und wenn ja, warum? Gut, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.